Hallo alle zusammen, Simon von Games and Tables wieder hier und wir machen weiter mit dem zweiten Spielbericht zur Jakku-Schrottsammlung, also zu mehr Schrott über Jakku, dem Turnier im Kultspiele in Dortmund. Und mein zweites Spiel geht gegen den Elfario vom Rogue Squadron Münster. Eine sehr coole Spielgruppe, gegen die es immer Bock macht zu spielen, deshalb nochmal hier Grüße an den Rogue Squadron. Ich habe schon öfter gegen Elfario gespielt, ab und zu gegen die Pyropuschel, der auch dazu gehört, und noch einige weitere gehören dazu, wie der Newton. Gegen die ich bisher noch nicht spielen durfte, was ich hoffentlich auf dem Alaris Prime irgendwann mal nachholen darf. Nichtsdestoweniger spielt der Elfario hier auch eine Rebellenliste mit einem Wookie Liberator mit Draw Their Fire drauf, einem Resistance Sympathizer, also einem YT 1300 mit Gunner, und einem Red Squadron Veteran, also einem T-70, der bis auf Veteranstinkte genauso ausgerüstet ist wie meiner, also hat seiner Pilotenwert 6, während meiner nur 2 hat, aber sonst auch zielende Astromech und verbesserte Schubdüsen. Hindernisfeld. Sehr gesprenkelt. Ich stelle ansonsten meine Schiffe wie im letzten Spiel auch auf. Das heißt, den YT ein bisschen seitlich. Den Rest ab in die Ecke. Y-Wing kann dann erstmal am Spielfeldrand entlang dümpeln. Z soll sowieso erstmal sich zurückhalten. Und X-Wing kann sich mit dem Boost dann, je nachdem, schnell in die eine oder andere Richtung bewegen. Auch hier soll der Plan erstmal sein, da ich den in Anführungszeichen Vorteil des Pilotenwert habe, also den kleineren, da ich zuerst fliege, kann ich mit dem YT versuchen, Bumps zu produzieren und damit meine Cruise Missile vielleicht besser anbringen. Ob das gelingt, muss ich halt immer so ein bisschen schauen, wie der Gegner auf mich zufliegen wird. Der Elfario teilt seine Flotte hier ein wenig auf. Das könnte ich vielleicht zum Vorteil nutzen, um ein Ziel vielleicht isoliert zu erreichen. Aber ich denke nicht, dass mein Gegner die Schiffe gleich schnell fliegen wird. Das heißt, er wird wahrscheinlich eher so ein bisschen mit dem T-70 langsamer fliegen und somit seine Staffel erstmal zusammenbringen, bevor wir uns bekämpfen. So, deshalb erstmal erste Runde. YT bankt, macht eine Fassrolle, ist damit erstmal schön ausgerichtet, um in der folgenden Runde dann geradeaus fliegen zu können zwischen die Steine. Langsam oder schnell, je nachdem wie ich es brauche. Kann auch zur Not noch eine Einserbank mit einer weiteren Fassrolle machen, um sich noch ein bisschen neu zu orientieren. Und der Rest der Staffel schwärmt erstmal so halb aus. Von seiner Seite erstmal langsame Manöver, erstmal abwartend gucken, was ich mache anscheinend. Ja, die Aktion von Wookie Liberator ist an sich nicht so wild, aber er nimmt natürlich Verstärken, so oft es geht. Und T-70 fliegt erstmal langsam vor. Also, wie zu erwarten, keine Schüsse in der ersten Runde. Noch ist er definitiv zu weit weg, damit ich mit YT sinnvoll bumpen kann. Das heißt, weshalb ich jetzt überlegen kann, den YT mit dem 1er Bank Fassrolle neu zu positionieren oder aber ihn mit einem 1-2 geradeaus zu bewegen. Ich entscheide mich hier für das 2 geradeaus, wie es aussieht. Fokus dazu. T-70 erstmal ein bisschen nachziehen. Y-Wing etwas schneller nachziehen, dass wenn jetzt seine T-70 nah genug anfliegt, ich vielleicht schon schießen kann. Und Z erstmal mit einem Bank. Ein 1er Bank war mir ein bisschen zu knapp mit den Hindernissen. Mit einem 2er Bank komme ich näher ran. Und will ja auch gleich mit einem 4 geradeaus möglichst in Reichweite für die Zielerfassung kommen, wenn ich dann gleichzeitig den Bump produziert bekomme. Seine Schiffe schwenken erstmal langsam ein da hinten und der T-70 auch einen langsamen Bank. Nimmt sich auch einen Fokus und jetzt müssen wir schon messen. Er hat tatsächlich meinen T-70 in Reichweite, YT ist knapp außerhalb der Reichweite, das heißt nur die beiden T-70 schießen aufeinander. Im Grunde gleiche Bedingungen, er macht 3 Hits, ich gebe, glaube ich, meinen Fokus aus, kriege trotzdem 2 Schaden. Weitere Schüsse gibt es ansonsten nicht, außer meinem Rückschuss. Ein Treffer, er blankt, dadurch kann ich einen Schaden zurückgeben. Insgesamt hat er zwar jetzt mehr Schaden gemacht, aber da ich mehr Lebenspunkte auf dem Feld, glaube ich, habe, aber ja, gar nicht mal so sehr. Ich glaube, wir sind sogar fast auf den gleichen Lebenspunkten, wenn ich es gerade richtig sehe. Es ist auf jeden Fall nah dran. Da ist noch nicht so viel bei gewonnen oder verloren. Jetzt der Plan mit dem YT, 4 Räder auszufliegen, Fassrolle zu machen, den Auzitok zu bumpen, mit dem Z gerade auszufliegen. Ihr habt gerade vielleicht gesehen, ich habe beim Z die Reichweite gemessen. Ich habe ihn halt in der Schussphase quasi gesagt, ich möchte mit ihm schießen, dann darf ich von ihm Reichweite messen. 1 bis 3, habe geguckt, okay, wie weit ist dann noch der Abstand bis zum Auzitok? Ein kleiner Trick, den man sich merken kann.
Und habe dann festgestellt, okay, ich denke, mit einer 4 geradeaus sollte ich in Reichweite kommen, um eine Zielerfassung anzusagen. Also YT schnell nach vorne, Fassrolle, dem Auzitok in den Weg fliegen. 4 geradeaus, Zielerfassung in Reichweite. Und damit, wenn ich gleich die Rakete schießen kann, wird sie mit 5 Würfeln geworfen. T-70, erstmal langsam den Fokus. Y-Wing schert aus, hat ja eine Turmwaffe, muss deshalb den Gegner nicht sehen. Hier hat auch kein Gegner Schubdüsen. Also automatische Schubdüsen, das heißt, ich muss mich auch darum nicht so richtig kümmern. Das heißt, ich kann wirklich um den Gegner Kreise fliegen. Ja, der Auzitok bammt. Ich vergesse an der Stelle kurz den Kurzstreckenlaser. Das fällt später auf und der Eltario ist auch so nett, mich das nachholen zu lassen. Werde ich gleich nochmal an der entsprechenden Stelle erwähnen. Also insofern nochmal danke an den Eltario, sehr fairer Spieler. So, sein Schuss vom T-70 auf meinen. Ich gebe den Fokus aus und verliere dann zum Glück nur ein Schild. Dann kommt der Schuss seines Auzitoks auf Reichweite 3. Ein Treffer, aber der kommt durch. Und zuletzt noch der YT auf meinen YT. Mit Fokus 4 Treffer. 2 weiche aus, 2 Schilde verliere ich. Ich verliere sogar 3 Schilde, glaube ich. So, da kommt der Marschflugkörper, der 5 Hits produziert, er weicht einem aus, trotzdem 3 Hits auf die Schilde, ein Crit kommt sogar noch durch auf die Hülle, er verliert einen Angriffswürfel. TLT kommt nicht ran, er kann aber auf den T-70 schießen, diesmal ist es definitiv Reichweite 2. Gibt den Fokus aus, um 2 zu produzieren, zweiter Schuss geht komplett daneben, aber immerhin einen Schaden auf den T-70 gebracht, dann schießt der YT auf den T-70, macht gar nichts, da fällt mir jetzt der Kurzstreckenlaser ein, der lässt mich den nachholen. So, er würfelt ihn sogar selber. Und ja, nehmen wir jetzt eine normale Schadenskarte. Da nochmal halt, wie gesagt, danke, dass er das noch nachgeholt hat. So, jetzt habe ich noch meinen T-70. Der schießen kann, schießt auf seinen T-70. Hat einen recht glücklichen Wurf aus der Hand. Er weicht allerdings auch gut aus. Zieht einen Crit. Schießt sogar auf den Auzitok. Klar, da liegt ein Crit hin. Der war, glaube ich, wenn er weiße Manöver fliegt, kriegt er Stress. Ich glaube, lockerer Stabilisator oder so ähnlich heißt der. Auf jeden Fall der Auzitok schon gut kassiert auf 3 Lebenspunkte runter. Ich musste die Runde halt nutzen, deshalb auch die Entscheidung, warum ich am Ende den Schuss vom T-70 auch auf den gesetzt habe, auch wenn es Reichweite 3 ist. Er hat gerade keinen Verstärkenturm, also kann ich gerade sehr effektiv Schaden anbringen. Die Rakete viel wert gewesen ist schon. 5 Schaden rausgebracht. Der hat halt gut verteidigt immer mit seinen einzelnen Würfeln, aber trotzdem ist viel Schaden bei rumgekommen. Meinem T-70 geht es allerdings nicht mehr so gut. Der muss jetzt schauen, wie er weitermacht. Auf der anderen Seite kann ich allerdings mit meinem YT weiter ärgern. Denn, wenn man es so grob erkennen kann, seine linke Basekante guckt am Auzitok vorbei. Das heißt, ich kann eine 1er Ecke nach links fliegen, ohne zu kollidieren. Und danach mit einer Fassrolle gegebenenfalls noch weiter Bumps produzieren. Kontrollieren, dass ich auch alle Richtungen richtig geplant habe und dann kann ich wieder einen Geheimagent nutzen für den YT 1300. Den möchte ich auf jeden Fall nämlich jetzt bumpen lassen, da der Auzitok erstmal seine Aktion braucht, seine Waffe zu reparieren oder halt zu verstärken. Kommt da von der Offensive nicht so viel bei rum. Beim YT ist es da schon anders, deshalb möchte ich den kollidieren lassen und das sollte ich da hinkriegen. T-70 fliegt 4 geradeaus, nimmt einen Fokus. Z hinterher. Und jetzt halt schön auf das nächste Ziel quasi konzentrieren. So, sein Auzitok fliegt ein schnelleres Manöver an mir vorbei, was mir ganz gut passt, denn dann kann er höchstens auf den Y-Wing schießen und dadurch ist er gezwungen, seinen Schaden quasi aufzuteilen auf meine Schiffe. Nimmt sich einen Fokus, vergisst an der Stelle, obwohl er ein Kriterienungsmarker liegt, dass er ja noch den Waffenausfall hat. Und sein T-70, das sieht nach einem Talon Roll aus. Ja, passt wunderschön an den beiden Asteroiden vorbei, hat er gut eingeschätzt. Kriegt die Zielerfassung, kriegt einen Stress und macht jetzt noch einen Boost. Da hat er sich verschätzt. Er wollte mit dem Boost halt in Reichweite 1 zu meinem T-70 kommen. Jetzt hat er sich allerdings so manövriert, dass er meinen T-70 gar nicht sieht. Und auch meinen Y-Wing sieht. Jetzt, er kann aber wenigstens noch auf den YT schießen. Der hat aber Glück, wirft 2 Ausweichen meinem YT, kriegt nur einen Schaden. Das ist dann der Angriff vom seinem YT auf meinen T-70. Ich kriege 2 Crits durch, muss den zweiten auswerfen. Der Crit, der da jetzt liegt, sagt, ich darf gleich nicht geradeaus fliegen.
Und zuletzt ein Outsie-Tuck auf den Warwing, der gibt einen Fokus aus, um den Schaden zu reduzieren. Und dann darf ich feuern. Mein T70 auf sein YT, mein Z auf sein YT. Beide Male wirft er ein Ausweichen, also reduziert er den Schaden etwas, trotzdem gut das rum. Mein YT auf, ich glaube, das war jetzt sein Outsie-Tuck. Ne, auf den T70. TLT, versucht ein bisschen was, macht ein wenig Schaden. Aber seine Schiffe noch intakt. So, an der Stelle, wie mache ich weiter? Ich kann vielleicht den T70 bumpen, indem ich mit meinem YT eine 1 oder 2 Ecke fliege. Mein T70, greife ich vorweg, habe ich da eins geradeaus hingelegt? Darf ich eigentlich nicht. Ich habe meinen Crit vollkommen vergessen an der Stelle, weil ich an die anderen drei Schiffe zu sehr gedacht habe und den voll übersehen habe. Mein Z habe ich entsprechend noch geplant, dass der ein bisschen nach links rüber dreht und war so in den Aktivierungsreihenfolgen drin, dass ich das voll vergessen habe, dass der nicht geradeaus fliegen darf. Jetzt gibt es da das kleine Dilemma, da werden wir auch gleich direkt zu kommen. Machen wir das mal ab, ich nehme halt den Geheimagent, um den YT zu prüfen. Fliege dann mit meinem die Ecke, stelle fest, okay, sein YT fliegt auch eine Ecke, den kann ich nicht blocken. So, fliegt die 1 geradeaus und dann fällt es mir erst gleich auf, aber noch bevor seine ganzen Schiffe quasi fertig sind mit ihrer Bewegung, wir sollen anfangen, dass ich das gar nicht hätte machen dürfen. Jetzt ist halt früher die Regel gewesen, dass der Gegner dann ein Manöver aussuchen darf. Dann war es, wenn man Manöver nicht durchführen kann, nimmt man eine 2 geradeaus, was bei dem Crit albern ist, weil ich darf ja eigentlich nicht geradeaus fliegen. Wir haben gequatscht, da fällt es mir halt gerade ein und uns dann einfach darauf geeinigt, dass er dann einfach die 2 geradeaus fliegt, weil es ihn dann auch nicht stört. Eigentlich wäre der YT dann jetzt halt hängen geblieben, weil mir das mein Plan war, aber war halt Unfug, durfte ich nicht, hätte halt mit dem eine 1 Bank fliegen müssen, dann wäre es besser gewesen. So, jetzt habe ich ihn etwas weiter bewegt, ist halt dann die 2 geradeaus quasi und dadurch kommt sein YT jetzt über meinen T70 hinweg, produziert entsprechend keinen Bump und dadurch hat er dann keinen Nachteil durch meinen Fehler. So soll es sein. Da markieren wir jetzt schnell den T70, damit wir die Schablone richtig anlegen können. Und stellen fest, kommt BQR rüber. Und das ist dann auch für mich eine gute Lösung. Wie gesagt, ich habe den Crit versemmelt, also soll es für mich dann auch von Nachteil sein. Und so steht die T70 definitiv schlecht. So, sein T70 schießt, glaube ich, auf meinen Y-Wing. Ja, ich gebe wieder Fokus aus. Und jetzt müsste sein YT-Schuss auf meinen T70 kommen. Ne, er ist der Outsie-Tuck, oder? Genau, er schaut, er kann den YT knapp sehen. Er hat wieder vergessen, seinen Crit zu reparieren. Gibt den Fokus aus für einen Treffer. Ich gebe nicht aus, ich nehme den einen Schaden aufs Schild, verliere mein letztes Schild und jetzt kommt der YT-Schuss. Damit geht mein T70. Kam nicht mehr zum Schuss, aber wie gesagt, eigenes Verschulden. Aber ich konnte seiner T70 ja auch jetzt mit dem Kurzstreckenlaser gerade noch, den habe ich jetzt gar nicht kommentiert, aber der ist diesmal pünktlich gewürfelt worden, einen Schaden zufügen. Das heißt, der T70 steht auf einen Lebenspunkt mit integriertem Astromech, also effektiv 2 Lebenspunkten. Aber auch das sollte machbar sein, vor allem weil der Z95 direkt neben steht. Es geht gerade nicht ganz so schnell weiter, geht gleich weiter. Ich war ja parallel Judge auf dem Turnier, das heißt, ich musste kurz eine Regelfrage klären, aber da geht es auch schon weiter. Z95 feuert den T70 kaputt. Dann schieße ich ein bisschen TLT auf den Outsie-Tuck. Im ersten weiche ich dann aus, im zweiten Schuss, da kriegt er einen Schaden und dann versucht der YT den Outsie noch zu erwischen. Auch da weiche ich dann wieder aus. Wodurch der Outsie-Tuck auf einem Lebenspunkt stehen bleibt und gegebenenfalls dann nochmal eine Runde schießen kann. Aber er darf ja nicht weiß fliegen, dürfte weiß fliegen, kriegt zwar Stress, könnte aber wenigstens trotzdem noch feuern. Ihm fehlt aber immer noch der zweite Angriffswürfel, der dritte Angriffswürfel, so ein Angriffswürfel halt, Waffenausfall liegt noch drauf. Also eine schwierige Situation für den Outsie-Tuck. Weshalb mein Plan jetzt ist, mit dem YT einzudrehen, mich auf die Jagd des anderen YTs quasi zu machen. Das sollte ich mit einer 1-Ecke hinkriegen. Man sieht auch da jetzt wieder, dass die Vorderkante etwas versetzt zum Z95 ist und ich damit mit der Ecke rumkommen sollte. Ich gucke mir halt wieder mit Geheimagent das an. Nicht, dass es mir jetzt viel bringt. Ich kann da eh keine Fassrolle großartig durchführen, aber ich kann gegebenenfalls dann besser rechnen, ob ich Fokus oder Zielerfassung nehme. Z95 dreht sich dann um YT herum und Y-Wing hinterher alles mit Fokus.
So, sein Anzug hofft da am Stein vorbeizukommen, gelingt ihm leider knapp nicht und zerlegt sich sogar selbst an dem Hindernis. Das ist ärgerlich. Und da bleibt es nur noch bei einem YT gegen meine drei Schiffe. Er hat den Piloten mit Vorteil und er hat auch einen Gunner, sollte es mal ganz schlimm laufen, aber er würfelt eigentlich ziemlich solide, gibt den Fokus aus, macht 4 Hits, 2 Schaden kommt durch auf meinen YT, geht da runter auf 3 Lebenspunkte. Der Rückschuss von meinem, an das ist, ne doch, das war der Rückschuss, macht ein bisschen Schaden, TLT, ist natürlich da ein gefundenes Fressen der YT, macht konstant den Schaden, droppt ihn runter auf 6 Lebenspunkte. Und jetzt muss ich einfach nur noch gucken, dass ich das konzentriert gesteuert kriege, das heißt, ja, Geheimagent, ich kann nachschauen, okay, er fliegt dahin, ich kann mit dem Dreier Bank mich in den Weg stellen, das reicht auch, ich muss da keine große Fassrolle oder sowas durchführen, nehme eine Zielerfassung, weil die beiden schießen jetzt eh nicht aufeinander. Z95 nimmt den Fokus für die Defensive, dass ich den nicht noch verliere, Y-Wing hinterher, ein bisschen schnell, den Y-Wing hätte ich auch überlegen können, langsamer zu fliegen, dass er auf Reichweite 3 bleibt. Aber ich war mir sicher, ob er mit seinem YT vielleicht ein schnelles Manöver das Hindernis hinweg macht, um Distanz zu gewinnen. Da wollte ich definitiv in Reichweite bleiben. So steht der Y-Wing jetzt halt auf Range 2. Sein YT, 3 Würfel. Ich bekomme nur einen Schaden, zu meinem Glück, er hat keine Aktion gehabt. TLT macht ein bisschen Schaden. Er ist runter auf 3 Lebenspunkten. So, jetzt die Überlegung, wie kann ich ihn jetzt nochmal bumpen? Ich könnte jetzt eine Zweierecke fliegen nach rechts, also nach unten, ja doch im Bild quasi nach unten, also nach rechts aus der Richtung des YTs. Und mit einer Fassrolle gegebenenfalls planen, sollte er eine Einsecke fliegen. Eine eigene Einsecke würde ihn wahrscheinlich nicht mehr blockieren, wenn ich ohne eine Fassrolle, ich könnte aber wahrscheinlich eine durchführen. Wenn er allerdings sich jetzt entschließt, wieder einen Dreierbank nach links zu fliegen, hätte ich keine Möglichkeit, das zu verhindern. Und deshalb überlege ich mit einem, ich glaube ein Geradeausmanöver habe ich geplant, ein 1 geradeaus müsste es sein, die Option halt abzudecken und für den Fall, dass er eine Ecke fliegt, kann ich einen Fokus nehmen oder vielleicht doch mit einer Fassrolle ein bisschen blockieren, sollte er zu einem Bank adaptieren. Habe halt nachgeguckt, er fliegt die 1er Ecke, kann ich nicht verhindern, nehme ich einen Fokus. Aber er steht da mittendrin, ist in Reichweite 1 zum Z95, in Reichweite 1 auch zu meinem YT. Auf den feuert er jetzt auch mit seinen 4 Würfeln, gibt seinen Fokus aus, macht jede Menge Hits und bringt meinen YT sogar noch um. Die Punkte ergattert er sich noch. Und ja, jetzt erlaube ich mir den kleinen Spaß, erst mit dem TLT zu feuern und dann mit meinem Z den Abschluss zu machen. Denn der Z ist tatsächlich so ein bisschen MVP in der Liste. Die Raketen sind sehr, sehr stark. Er hat den T-70 gefinisht, er hat den meisten Schaden am Outsie-Tuck gemacht und hat dann noch den YT abgeräumt. Also der Z95 für 15 Punkte. Doch ein erstaunlich solides Schiff eigentlich. Ja, das war das zweite Spiel. Ging relativ schnell. Ging halt ziemlich schnell. Mir ist der Anflug sehr gut geglückt. Das hat ganz gut gepasst mit dem Bump, mit den Marschflugkörpern hinterher. Da konnte ich viel Schaden auf den Outsie-Tuck konzentrieren. Die TLT außenrum fliegen macht halt konstanten Schaden. Der T-70 ist nun mal ein Schiff, das mit einem kleinen Pilotenwert Schwierigkeiten hat. Es hat zwar immerhin effektiv 7 Lebenspunkte mit 2 Wendigkeit, aber auch das ist in diesem Meter der Schrottsammlungen nicht genug, denn es sind halt tendenziell immer mehr Schiffe, also mindestens 3 Schiffe eigentlich auf dem Feld, die dann auch konsequent Schaden machen können und dann tendenziell höhere Pilotenwert als 2 haben. Insofern ist der T-70 eigentlich immer so ein Schiff, was bei mir wahrscheinlich als erstes geht, weil es für den Gegner meistens auch die größte Bedrohung ist. Denn es ist das einzige Schiff mit einem 3er Angriff in meiner Liste. Die Rakete habe ich halt nur einmal. Der YT ist halt eher ein Störelement, den kann man selten fokussieren. Und der Y-Wing hinterher zu fliegen, bringt einmal meistens auch out of position quasi. Weswegen die T-70 so das Hauptziel darstellt. Und ich habe halt gehofft, es dann lange noch am Leben zu halten. Hat in dem Spiel geklappt, es lange am Leben zu halten, aber irgendwann stirbt sie halt. Die T-70, der T-70, wie auch immer man es jetzt betonen möchte. Aber ja, das war Runde 2, Rebellen gegen Rebellen und dann nächstes Spiel gegen Scum. Dadurch habe ich dann alle Fraktionen abgedeckt und was im letzten Spiel kommt, wird noch nicht verraten. Aber ja, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!